Mit der aktuellen Version Annotex 2018 stellen wir Ihnen eine komplett überarbeitete Kollisionsprüfung zur Verfügung. Anders als bisher erfolgt die automatische Kollisionsprüfung bei der Aktenanlage jetzt standardmäßig über alle Bürogemeinschaften, die auf Ihrem System eingerichtet sind. Ferner kann das Ergebnis der Prüfung nun als Nachweis im Programm gespeichert werden. Ich habe hier schon mal eine Aktenanlage mit meinem möglichen Mandanten und meinem möglichen Gegner entsprechend vorbereitet. Beim Klick auf Fertigstellen führt das Programm nun automatisch die Kollisionsprüfung durch und findet eine potenzielle Interessenskollision für meinen Gegner Zimmermann, der nämlich hier in anderen Akten bereits als Mandant beteiligt ist. Der Sachbearbeiter kann hier nun entscheiden, ob tatsächlich eine Kollision vorliegt oder nicht. In beiden Fällen wird die Akte allerdings gespeichert, erhält bei einer festgestellten Kollision aber einen entsprechenden Vermerk. Ferner kann der Sachbearbeiter hier aber auch dem Anwalt die letztliche Entscheidung übertragen. Auch in diesem Fall wird die Akte gespeichert enthält aber einen entsprechenden Hinweis, hier oben dieses rote Ausrufezeichen und es wird ein To-Do für den Anwalt geschrieben, in dem er gebeten wird, die Kollisionsprüfung durchzuführen. Wenn der Anwalt dieses To-Do nun aufruft, wird zunächst eine PDF-Datei erzeugt, die dann noch einmal die potenziellen Kollisionen auflistet und der Anwalt kann nun letztlich äh, abschließend entscheiden, ob hier eine Kollision vorliegt oder eben nicht. Wenn eine Kollision vorliegt, kann er hier auch noch mal einen äh, detaillierten Grund dafür angeben. Dann wird auch nochmal ein PDF erzeugt. Das sieht fast genauso aus wie das PDF eben. Allerdings steht jetzt hier das vom Anwalt festgestellte Ergebnis. Dieses PDF kann nun auch noch einmal ausgedruckt und unterschrieben werden oder auch eben einfach so zur Akte historisiert werden. Letztlich finden wir auch im Aktenregister nun einen Vermerk über die durchgeführte Kollisionsprüfung mit dem jeweils festgestellten Ergebnis.